Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing der aktuellen Sarah Harrison mit Foodies Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist immer eine riesige Box, die ist aber gar nicht so super krass immer befüllt. Alle 2 oder 3 Monate erscheint die Box. Wir haben hier vor allem Food-Produkte drin enthalten. Das ein oder andere Lifestyle- oder Beauty-Produkt ist ebenfalls mit dabei. Ich wollte jetzt einfach diese Box noch mir anschauen und dann entscheiden, ob ich die Box deabonniere oder eben nicht. Denn irgendwie sowohl die Pam Box als auch die Sarah Harrison Box haben mich jetzt so die letzten Male doch nicht so sehr abgeholt, ne? Naja, aber gut, ich habe jetzt hier die Box in meinen Händen und möchte mit euch hineinschauen. Die kostet 29,90 Euro, meine ich, ne? Und ja, schauen wir mal. Ich entferne den Deckel und habe ihn jetzt einmal hier. Und dann haben wir einmal als ersten Blick in die Box die wunderschöne Sarah Harrison. Und da möchte ich doch gerne mal mit euch zusammen in das Booklet hineinschauen, um zu erfahren, was die Dame sich so beim Packen der Box gedacht hat. Die Ohrringe gefallen mir sehr gut. Das sind nicht die, die ich gerade trage. Das sind Ohrringe, die ich unten in meinem Schmuckkästchen habe tatsächlich. Die habe ich auch letztens schon getragen. Ja, ist im Adventskalender von ihr drin. Aber gut, ja, schauen wir mal. Dear Foodies, time to get cozy. Wenn es draußen kalt und grau wird, machen wir es uns drin mit den Liebsten so richtig gemütlich. Ich mag diese Zeit sehr gern, vor allem wenn so langsam weihnachtliche Vorfreude in der Luft liegt. Das bedeutet bei uns zu Hause auf jeden Fall, dass viel dekoriert und geschlemmt wird. Viel gemeinsam Plätzchen backen, Lebkuchenhäuser bauen, Weihnachtsfilme schauen und Christmas-Playlists rauf und runter laufen. Weil Weihnachten schon fast vor der Tür steht, ist auch diese Box besonders prall gefüllt und du kannst dich auf 8 tolle Produkte freuen, mit klassischen, aber veganen Weihnachtskeksen. Ach so, wir wollen uns nicht spoilern lassen. Tülülü. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Box und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Liebe Grüße, deine Sarah. Das finde ich sehr cool. Im Heftchen ist dann auch immer genau beschrieben, weswegen sie dieses Produkt ausgesucht hat. Dann haben wir auch noch ein Rezept für Lebkuchen Overnight Oats mit Kekstopping mit dabei. Und ja, die Preise suche ich euch aber aus dem Netz und blende ich euch dann entsprechend mit ein. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Full of Love steht auf dem Label drauf. Ein HelloFresh-Gutschein ist am Start, da sind mein Freund und ich schon Kunde. Und so super prall gefüllt ist die Box jetzt noch nicht so ganz, muss ich sagen. Aber als erstes habe ich hier so ein kleines Schächtelchen von Paul Valentine. Da habe ich hier mit euch zusammen auch den Schmuck-Adventskalender ausgepackt. Es hört sich aber nicht so an, als hätten wir hier irgendwie so ein metallenes Schmuckstück drin. Haben wir auch nicht. Wir haben hier so ein Freundschaftsbändchen mit dabei. Make it shine steht hier drauf. Ja, ne, also kenne ich tatsächlich aus meiner Jugend auch noch, dass man so Freundschaftsbändchen geknüpft hat. Das ist alles soweit so süß. Ja, dann haben wir hier so 2 Kordeln dran. Ich werde es jetzt nicht tragen, weil ich kein Armbandmensch bin. Ja, ist okay. Weiß ich nicht. Wie findet ihr so ein Freundschaftsbändchen in der Box? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin da jetzt nicht so ultra geflasht von, aber ja, gut. Ist mit drin. Ich hätte jetzt tatsächlich, als ich diese kleine Verpackung gesehen habe, gedacht, dass wir tatsächlich irgendwie so Ohrringe oder eine Kette oder sowas mit dabei haben. Ne? Wisst ihr? Das wäre irgendwie auch cool gewesen. Als nächstes habe ich hier drin enthalten von Korosho Riesencashews gebrannt. Das finde ich toll. 150 Gramm sind hier drin enthalten. Das hat natürlich jetzt so ein Weihnachtsmarkt-Flair mit dabei. Cashewkerne mag ich auch super, super gerne. Und ja, dann hast du halt mal so ein bisschen was anderes als die klassischen gebrannten Mandeln, sondern gebrannte Cashewkerne. Die werde ich mir auf jeden Fall heute Abend einfach mal snacken. Finde ich klasse. Dann habe ich als nächstes hier drin auch was passend ist zu diesem ganzen Vorweihnachts-Vibe, den wir ja haben, weil im Prinzip ist es jetzt ja die Box, die wir im November und im Dezember bekommen. Und auch im Januar? Nee, ich glaube, die Sarah Harrison Box war tatsächlich alle 2 Monate, ne? The Beginnings from Nuts, Grains and Berries, 100% natürlich, Gingerbread Cookies, Soft Baked, das finde ich schön, 80 Gramm sind hier drin enthalten. Und das sind Mandel-Ingwer-Kekse. Das finde ich gut. Das hat wirklich, wirklich, wirklich ordentlich was von Weihnachten. Ne? Mag ich gerne.
Das sind schon mal zwei Food-Produkte, die ich mag. Dann haben wir hier drin enthalten Natural Sustainable Deodorant. 17 Gramm haben wir hier drin mit Jasmin und Mandarinenduft. Mandarinenblüte. Wearewild.com von Wild. Oh, das riecht sehr angenehm. Ich mag ja gerne Jasminduft, ne? Und das sieht aus wie ein Lippenpflegestift, ist aber dann ganz offensichtlich ein Deo-Stick. Und sowas mag ich tatsächlich. Finde ich gut. Kann man hier unten dann hochdrücken. Muss man halt in der Hand erwärmen. Kann man hochdrücken. Läuft. At home, the gym or out in the wild, we've got you wild. Was natürlich so eine Sache ist, ich hatte letztens auch einen Deo-Stick aufgebraucht. Also diese festen Dinger, ne? Die kann ich mir gut drunter machen, wenn meine Achseln trocken und sauber sind. Wenn ich aber schon am Schwitzen bin, dann ist das nicht so lecker. Ne? Bin ich ehrlich, aber ja, gut, man hat ja doch vielleicht das ein oder andere Tempo, Taschentuch, man darf nicht Tempo sagen, Nasenputztuch mit dabei, das einfach mal so unter den Achseln zu bimseln. Ihr wisst Bescheid. Okay, also bislang, bis auf das Armband sind das Produkte, die ich cool finde und wo ich sage, da hat die Box sich schon gelohnt. Dann habe ich hier was drin enthalten, Chocolate Santa von der Foodist Eigenmarke und das finde ich auch schön. Das ist so ein Schoko-Weihnachtsmann mit 70 Gramm und der sieht ein bisschen crazy aus. Also nicht dieser klassische Schokoladen-Weihnachtsmann, ne, der so irgendwie, keine Ahnung, freundlich aussieht. Also der sieht irgendwie ein bisschen creepy aus, aber kann man sich definitiv mal gönnen. Ich guck mal. Ah ja. Jetzt hier in Plastik eingepackt. Ja, ne? Den kann man sich definitiv essen. Finde ich gut. Passt zum Thema, passt zur Box. Hat hier definitiv seine Daseinsberechtigung. Dann habe ich als nächstes hier Kaugummis drin enthalten. Freshmint Gumming Feel Energy. Okay. Fühl dich mit einem Gum fit wie mit einem Energy Drink. 1% für den Planeten. Kein Zucker, nur 4 Kalorien pro Gramm. Füll's in Minuten mit Guarana, Vitamin C und B6. Das ist interessant. Viele New Culture of Energy. Das muss ich mal ausprobieren. 24 Gramm haben wir hier drin. Das ist wirklich neu. Für dich, für den Planeten. 21 mal weniger CO2. Das ist echt super sympathisch, was hier so draufsteht, ne? Und wenn das dann halt auch wirklich funktioniert, warum nicht? Kau 20 Minuten mit hoher Frequenz. Bitte? Wir empfehlen nicht mehr als 3 Kaugummis am Tag, weil dann sind es 180 Milligramm Koffein. Das heißt, du hast pro Kaugummi 60 Milligramm Koffein. Aha, okay. Nicht für Schwangere und Kinder geeignet. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Stillenden ist. Das steht hier nicht drauf. Aber mein Freund kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Joa, schön. Dann habe ich hier noch einen Riegel drin. Den hatte ich schon woanders mit dabei. Braucht man hier im Adventskalender? Zebra Bar, Raw Fruit and Nut Bar, Kakao und Orange. Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach etwas an, was ich super gerne mag. 35 Gramm. Ich meine, dass ich das auch in meiner Kreißsaaltasche dabei hatte, aber das habe ich im Kreißsaal nicht gegessen. Ja, muss ich mal ausprobieren. Spricht mich aber nicht ganz so an, weil ich mag nicht gerne Schokolade mit Obst. Jo. Und dann habe ich hier noch, ich glaube, das ist dann das letzte Produkt, oder? Guck mal, ja, super viel Füllmaterial und sehr viel Luft. Ein Little Lunch, Lieblingssoße Arabiata mit frischen Tomaten und Chili. Sowas mag ich gerne leiden. Das kennen wir ja, glaube ich, von der Höhle der Löwen. 250 Gramm sind hier drin enthalten. Und dann machst du dir einfach ein paar Nudeln. Darüber kannst du dir dann eben schnell die Soße geben. 2 von 3 Schärfegrad. Schmeckt wie hausgemacht. Also was ich halt sagen kann zu Little Lunch, zu denen, die ich halt bislang probiert habe, die schmecken auch wirklich, wirklich gut. Und die sind ja auch gar nicht mal so günstig. Ja, kriegt man, glaube ich, im Rossmann auch, ne? So ihr Lieben, das wäre jetzt die Box gewesen von Sarah Harrison im Monat November. Hätte ich mir die Produkte für 30 Euro gekauft? Nee. Nee. Also ich muss wirklich sagen, ich denke, dass ich die Box deabonnieren werde, weil ich doch irgendwie jetzt das ein oder andere Mal enttäuscht wurde und mir einfach denke, komm, da kannst du dir besser diese gebrannten Cashews so kaufen. Da brauche ich nicht die Box bekommen, ne? Ja, ist schade, wirklich. Also zumal jetzt eigentlich ganz gute Produkte drin enthalten waren, wo ich ja fast alles auch von behalten werde. Aber irgendwie, ich finde, es lohnt sich nicht so wirklich. Und dann hatte ich ja auch das ein oder andere Mal, dass dann auch die Boxen, ich weiß nicht, ob das Sarah Harrison oder Pam war, die dann auch tatsächlich unter
Preis waren. Ne? Das fand ich jetzt nicht so geil, also vom Wert her. Also, naja, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu dieser Box in die Kommentare rein. Auch in der Infobox habe ich euch die Links dazu verlinkt, sodass ihr, wenn ihr bei Foodist eine Box abonnieren möchtet, ein bisschen Rabatt bekommt. Und joa, ne? Das war's jetzt hier von mir und der Sarah Harrison X Foodist Box im November. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!